Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Patchwork und zwar der 10 Jahre Jubiläumsedition. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Patchwork. Ich zeige euch Aufbauabläufe. Es gibt ein kleines Fazit, auch wenn ich euch das schon in unzähligen Videos immer mal wieder gezeigt habe, oftmals in anderem Design, aber auch als Patchwork Express-Version für die etwas Jüngsten, denen vielleicht das klassische Patchwork ein bisschen zu schwer ist. Ja, Patchwork. Uwe Rosenberg, der Autor, Verlag Lookout, Vertrieb Asmodee. Und es ist ein Spiel ab acht Jahren. Das klassische Express war ja ab sechs Jahre für. 1 bis 2 Personen. Ja, und das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied äh, zum klassischen Patchwork, weil viele spielen von euch auch gerne solo. Und äh, diese Solo-Variante gab es oftmals als Ausdruck und ja, jetzt befindet sich alles in dieser Box. Die Anleitung, die Karten, die man dazu benötigt. Ihr könnt es also alleine oder mit bis zu zwei Personen spielen. Acht Jahre, wie gesagt, das Alter. 30 Minuten Spielzeit wird angezeigt. Und jetzt schon so einen schönen goldenen Format. Also für alle Neulinge, ich nehme euch nochmal mit. Äh, sag euch, was in diesem Spiel beachtet werden muss. Und äh, ja, zur Solo-Variante werde ich auch noch ein paar Worte ergänzen. Jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal an, weil es gibt immer wieder Neulinge, die nehme ich auch gerne mit ins Boot. Äh, die können die unzählige Videos schauen und wissen gar nicht, wie Patchwork funktioniert. Dabei ist es recht schnell aufgebaut. Ihr seht auch hier schon die Auslage. Zum einen haben wir hier so einen zentralen Zeitplan, der wird in die Mitte platziert. Wir haben also solche Spezialflicken, die werden auf die jeweiligen Positionen gelegt. Zwei Zeitsteine, weil jeder nimmt sich so ein Tableau vor sich. Jeder bekommt dann auch so, so fünf Knöpfe vor sich. Jeder nimmt das Tableau, legt es vor sich ab. Und hier die Steine bzw. die Marke, die legt man... Zur Seite beziehungsweise an die Anfangsposition. Die restlichen Knopfblättchen, die bilden hier eine Auslage und die Fliegen, die werden einfach ja, äh, zufällig hier sortiert. Äh, ein bisschen Platz benötigt ihr. Die Flicken werden dann einfach zufällig sortiert, also so ein Kreis. Und jetzt fehlt nur noch die neutrale Spielfigur. Die sitzt quasi vor diesem kleinen Zweierplättchen. Ich denke, man sieht es aufgrund der Einstellung. Und äh, damit kann man auch quasi schon beginnen mit dem Spiel. Also recht schnell aufgebaut. Die Sonderplättchen, die legt man hier zur Seite. Ach, hier habe ich noch die Karten. Äh, die benötigt ihr quasi nur für die Solo-Variante. Die kann ich also erst einmal zur Seite legen. Ja, und mit diesen Infos kann man auch schon beginnen mit der Partie. Jeder hat wie gesagt sein eigenes Tableau dann vor sich liegen und äh, die jeweilige Figur, die äh, die Knöpfe legt man daneben und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze geht. Ihr werdet auch feststellen, dass es auch schnell erklärt. Was möchte ich? In diesem Spiel denn überhaupt tun? Na ja, ganz klar, ich möchte die Flicken hier auf dieses Tableau legen, immer auf freie Flächen und versuche hier ganz klar schon eng alles engmaschig zu platzieren, dass hier wenig Lücken, wenig freie Felder zu sehen sind. Und das bezahle ich quasi mit den Knöpfen. Jetzt also habe ich zwei Möglichkeiten, wenn ich in meinem Zuge bin. Ich habe das jetzt einfach mal so positioniert, äh, wenn ich jetzt hier beispielsweise stehe. Und es ist immer, und das ist eine Besonderheit, es ist immer die Person an der Reihe, die am weitesten weiter hinten steht. Die kann also öfters durchaus drankommen. Und entscheide ich mich für das Vorrücken, weil ich Knöpfe will, dann rücke ich mit meinem Fager 1, 2, 3 Felder quasi voran. Also immer ein, ein Feld vor die Figur, nicht auf das gleiche Feld. Ich bin drei Felder vorangegangen, ich nehme jetzt also äh, drei Knöpfe. Das war mein Zug. Ja, viel öfters wird man aber, es geht ja auch um Punkte, die Flicken nehmen und quasi einfügen in seinem Tableau. Aber welchen Flicken kann ich mir nehmen? Der Jörg hat hier gleich wieder gegriffen. Nein, nein, es gibt schon ein paar Regeln, die man beachten muss und hier steht ja auch die Figur. Und die zeigt an, dass ich mir die nächsten drei Flicken dann nehmen darf. Das heißt, im Uhrzeigersinn äh, ja, setze ich quasi die Figur zum Beispiel einfach auf dieses Feld, weil ich möchte hier diesen Flicken gerne haben. Aber so einfach bekomme ich den nicht, weil ich. Ich bezahle die angezeigte Anzahl an Knöpfen. Die lege ich dann einfach hier in den Vorrat und äh, dann platziere ich mein Flicken. Ich nehme die also raus, die Figur schiebe ich hier rein und platziere den jetzt hier auf meinem Feld. Auf einem freien Feld. Das ist wichtig. Hier wäre es beispielsweise jetzt auf diesem Feld. Und äh, ganz wichtig immer, ein leeres Feld, also leere Felder müssen belegt werden. Wichtig ist auch, die müssen jetzt nicht angrenzen. Also wenn ich später hier jetzt irgendwelche Dinge habe, ich, ich spiele das gerne angrenzen, weil ich hier versuche, die Fläche zu füllen, um auch an diesen Bonus zu kommen. Also 7 mal 7 kriege ich so einen Bonus. Äh, ich lege die immer beliebig aus. ist wichtig nur, dass ich sie hier quasi auf freien Felder platziere und dass ich auch ganz klar mit dem Zeitstein weiterziehe. Weil das wird auch hier verdeutlicht, wie viele Felder ich dann weiterziehen muss, bzw. was ich denn überhaupt abgeben muss. Ja, und mit sieben, da wird es schwer am Anfang. Also Jörg nicht gleich so hoch pokern, äh, weil ich habe ja nur 5 zur Auswahl. Also ich muss mir immer überlegen, was kann ich denn überhaupt bezahlen? Ah, hier ist ein günstiges Feld. Das könnte ich mir dann doch eher nehmen, weil das kostet ja auch nur ein Knopf, wer hier angezeigt wird. Und ich würde auch nur zwei Felder vorangehen. Und auch hier nochmal der wichtige Hinweis: es ist immer die Person dran, die an hinterster Position ist. Also in dieser Situation wäre ich am Zug, weil ich an hinterster Position wäre. Wer die Situation hier sieht, so, dann wäre es die andere Person dran. Aber nur um euch die Beispiele zu zeigen, das heißt, ihr nehmt euch die Knöpfe, habe ich ja vorhin gemacht, bin weiter vorgerückt. Wenn ich hinten weiter bin, dann kann ich vorrücken oder mir Flicken nehmen. Und das habe ich jetzt hier als Beispiel gezeigt, sogar mit zwei Beispielen. Ich muss auch immer schauen, was ich bezahlen kann. An Knöpfen kann ich das nicht bezahlen. Ja, dann wäre ich vorrücken, ganz klar. Aber hier habe ich jetzt einen Knopf bezahlt und rück auf der Leiste zwei Felder weit vor, immer quasi auf das nächste freie Feld. Das Sonderplättchen, das habe ich jetzt sogar schon erwähnt. Sieben mal sieben Felder, das ist richtig gut. Dann erhält man quasi das Sonderplättchen und zählt bei der Wertung sieben Punkte. Das ist schon mal richtig gut. Aber es gibt hier auch auf diesen Feldern, ja, insbesondere hier schon das nächste, die Knopfwertung. Weil ist man auf diesem Feld oder geht man über dieses Feld hinweg, dann bekommt man Knöpfe. Super, ich bekomme weitere Knöpfe. Ja, Jörg, wenn du Plättchen nimmst, wo keine Knöpfe abgebildet sind, kriegst du bei der Wertung gar nicht so viele Punkte. Also ich sollte mir auch... Plättchen oder Flicken nehmen, wo hier Knöpfe abgebildet sind, weil bei einer Wertung, also sobald ich hier drüber gehe, findet ja die Knopfwertung statt, kriege ich Knöpfe abhängig von meiner Auslage. Ja, und hier auch solche Plättchen sind bei mir sehr beliebt, die heißen äh, Spezialflicken, so heißen sie, äh, weil da habe ich die Möglichkeit, solche offene Felder, die jetzt hier beispielsweise jetzt hier so angelegt sind, oh, das ist doof, das kriege ich ja gar nicht zu, mit solchen Spezialflicken habe ich die Möglichkeit auch solche ähm, Felder zu schließen. Ja, und wenn Ende das Spiel, ihr ahnt, man geht ja hier, hier quasi wie so eine Schnecke in das Innere. Und sobald quasi beide, ganz wichtig, beide Steine, also beide Zeitsteine das Zielfeld erreicht haben, äh, die überzähligen Schritte verfallen, äh, dann quasi findet die Wertung statt. Und dann zählt man einfach, wie viele Knöpfe man in seinem Vorrat hat. Ja, da gibt es unterschiedliche Strategien, taktische Möglichkeiten. Ich habe schon alles Mögliche über die Jahre erlebt, aber man zählt quasi seine Knöpfe, die man hat. Und von diesem Gesamtwert, Zählt man jetzt ganz klar die, die Lücken, die unbelegten Felder, die zieht man ab. Und zwar ist jedes offene Feld dann zwei Punkte wert. Das heißt, man muss die Knöpfe und die Felder, jedes Feld ist zwei Punkte wert, dann einfach abziehen. Und wer dann die höchste Gesamtsumme hat, der hat Patchwork gewonnen. Und jetzt gibt es ja noch diesen Automar. Ja, jetzt ist der beigefügt. Hier nochmal als Hinweis. Ähm, ich habe es jetzt das eine oder andere Mal gespielt, aber ich bin doch eher ein Fan von diesem Zwei-Personen-Spiel. Aber hier habt ihr einen Automar, Ihr habt hier zwei Kartensets und mit so einem Automar wird euch vorgegeben, wie ihr zu ziehen habt. Das steht gut in der Anleitung erklärt. Ich möchte jetzt da nicht ins Detail einsteigen, weil die Solo-Fans von da unter euch, die wissen da relativ zügig Bescheid. Ihr geht dann einfach hier aufgrund der Karten voran. Schaut, was mit dem Automar passiert, wie weit gezogen werden darf, welche Aktionen unter Umständen ausgeführt werden muss. Das wirkt hier sehr klein, textlich, aber hier aufgrund der Beispiele mit den Bedingungen wird es nochmal sehr schön dann angezeigt. Und hier habt ihr die Option, ja einfach oder auch ein bisschen anspruchsvoll zu spielen. Legendär, legendär heißt genau abhängig von den Schwierigkeitsstufen, die ihr hier absolvieren müsst oder wollt. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit quasi Solo gegen diesen Automat zu spielen. Und damit bin ich beim Fazit von Patchwork. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Boxen ich euch schon in die Kamera gehalten habe, weil Patchwork ist einfach eines der erfolgreichsten Zwei-Personen-Spiel und das schon mittlerweile seit zehn Jahren. Lookout, äh, Vertrieb Asmodee, Autor ist der Uwe Rosenberg. Und jetzt gibt es mal wieder ein neues Design, eine Jubiläumsedition, aber nicht nur das Design hat sich ein bisschen angepasst, richtig schön mit dem goldenen Bereich, sondern man hat jetzt endlich auch diese Solo-Variante in dieses Spiel integriert sodass man es jetzt solo oder zu zweit spielen kann. Und äh, jetzt befindet sich in dieser Box auch das Material für das Solo-Spiel. Viele von euch spielen es, ich bevorzuge dann doch eher das Zwei-Personen-Spiel. Deswegen auch nur die kurze Erwähnung im Verlauf des Videos. Aber ich glaube, viele haben sich drauf gefreut, haben darauf gewartet und viele werden jetzt zugreifen, sofern sie auch gerne Solo spielen. Aber auch an euch, wenn ihr gerne zwei personen bevorzugt, die jetzt nicht zu so anspruchsvoll sind, wo man recht schnell reinkommt, wo man 20, 30 Minuten spielt, ab acht Jahre guter Zugang in ein Spiel, zwei Aktionen zur Auswahl, dann seid ihr hier bei Patchwork genau richtig. Ein Puzzle-Abenteuer, was uns seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich ist, wo ich jetzt auch unzählige Male gespielt habe über die viele, viele Jahre. Einfach ein richtig gutes Spiel und deswegen auch nochmal ein Video dazu, gerade im Rahmen der Jubiläumsedition. Ähm, ab acht Jahre steht ja dabei. Die Express-Version, auch die habe ich euch schon präsentiert. Die ist von den Abläufen sogar noch mal ein bisschen äh, äh, ja, einfacher, leichter zu spielen. Die ist ab sechs Jahre. Auch die habe ich euch schon vor ein paar Jahren vorgestellt. Aber ich denke, die meisten kommen mit dem klassischen Patchwork klar. Und jetzt habt ihr nur die Wahl. Wollt ihr euch für die Jubiläumsedition entscheiden? Ist die Solo-Variante. Ihr könnt aber auch verschiedene Designs wählen. Oftmals hat man das Design angepasst. Da gibt es ja mittlerweile wirklich sehr viel. Also, das bleibt, wie gesagt, eurem Geschmack. Überlassen. Hier steht auch nochmal dabei: einfache Regeln, schnell gespielt, herausforderndes Puzzle. Genau so ist das auch hier enthalten. Und äh, wenn ihr schon gespielt habt, ihr dürft es gerne kommentieren. Muss jetzt auch mit dieser Edition seid. Es ist für mich nach wie vor eine Empfehlung, wenn es um Zwei-Personen-Spiele geht. Das ist immer quasi dabei, weil ich es gerne spiele. Dann spielt man es mal ein halbes Jahr nicht, aber bei diesem Spiel findet man recht schnell Zugang und spielt dann wieder einige Partien. So war es bei uns über die letzten Jahre immer wieder der Fall. Spiel bekommt ihr am Handel, ja, mittlerweile auch breit gefährlich. Welcher Patchwork solltet ihr sicherlich in jedem Handel finden, der Brettspieler anbietet? Oder schaut gern über die unten genannten Links, da findet ihr noch eine richtig große Auswahl, aber äh, da unterstützt ihr uns. Aber das bleibt wie immer euch überlassen. Das zu allen Infos, mal wieder zu Patchwork. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.